Birne, die alle nützlichen Bestandteile des Bodens, in dem sie sich befindet, sammelt, bietet unserem Körper unglaubliche Vorteile und heilt viele physiologische Probleme. Wenn sie tagsüber anstelle von Produkten mit raffiniertem Zucker konsumiert wird, was sind die Vorteile des Birnenverzehrs, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Birnen? Quercetin in Birnenschalen stärkt das Herz, indem es Entzündungen in den Blutgefäßen reduziert. Dank der darin enthaltenen Mineralien wie Eisen, Zink und Kupfer erhöht es die Durchblutungsqualität und wirkt sich positiv auf den Kreislauf aus. Eine mittelgroße Birne enthält etwa 90 Milligramm Kalium. Ausreichend Kalium im Körper schützt langfristig unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit, indem es den Blutdruck ausgleicht und die Gefäße entspannt. Pektin, ein löslicher Ballaststoff, neutralisiert Triglyceride, indem es die Oxidation von Fetten mit seinen antioxidativen Aktivitäten reduziert. Darüber hinaus enthalten Birnen eine erhebliche Menge an Ballaststoffen. Hochwertige Ballaststoffe unterstützen die peristaltische Bewegung des Darms und die Verdauungstätigkeit. Die Pektinsubstanz unter seiner Schale wirkt als Probiotikum und ernährt die nützlichen Bakterien im Darm. Außerdem gleicht es die Magensäure aus, indem es die Sekretion von Magensäften erhöht und die Mageninnenwand schützt. Birne für eine gesündere Gehirnstruktur. Die Vitamine B2, B3 und B6 in Birnen schützen das Nervensystem und helfen, den Serotoninspiegel zu erhöhen. Die darin enthaltenen pflanzlichen Derivate erhöhen die Durchblutung des Gehirns und helfen, das Stressniveau zu reduzieren. Es übernimmt sehr wichtige Aufgaben bei der Bildung von Myelin, das die Effizienz elektrischer Signale im Nervensystem erhöht. Andererseits sind Birnen sehr reich an Antioxidantien und Vitamin C, die für die Stimulierung der Produktion weißer Blutkörperchen von Vorteil sind. Eine mittelgroße Birne kann 15% unseres täglichen Bedarfs an Vitamin C decken. Darüber hinaus erhöht es dank der in Birnen enthaltenen Ballaststoffe beim Verzehr nicht plötzlich den Blutzucker wie Produkte, die raffinierten Zucker enthalten. Es verlängert die Sättigungszeit, wenn es für Snacks bevorzugt wird. Auf diese Weise hilft es, die tägliche Kalorienzufuhr zu reduzieren. Gleichzeitig tragen sehr wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium dazu bei, dass Kalzium vom Körper leichter aufgenommen werden kann. Andererseits steuert der Phosphorgehalt die Muskelkontraktionen und lässt die Muskeln ruhen. Birnen sind auch für unsere Nierengesundheit von Vorteil. Die darin enthaltenen Verbindungen schützen wirksam die Nierengesundheit. Diese Frucht, die eine Quelle für Kalium ist, reduziert durch ihre harntreibende Wirkung das Risiko der Nierensteinbildung erheblich. Ist der Verzehr von Birnen also schädlich? Zunächst einmal ist die Birne im Grunde eine Frucht und hat einen gewissen Zuckergehalt. Aus diesem Grund sollten Diabetiker beim Verzehr von Birnen die Menge richtig anpassen. Wenn Birne, die den Gefäßdurchgang im Verdauungssystem erleichtert, übermäßig und unkontrolliert konsumiert wird, kann sie außerdem im Darm verbleiben und einige Verdauungsprobleme verursachen. Außerdem ist der Kaloriengehalt zwar niedriger als bei anderen Früchten, aber es hat wie in jedem Lebensmittel einen gewissen Kaloriengehalt und wenn die Menge nicht richtig eingestellt ist, kann es zu einer Gewichtszunahme kommen. Wie viel und wann sollte eine Birne konsumiert werden? Experten empfehlen den Verzehr von einem Stück pro Tag an 2 bis 3 Tagen in der Woche. Mit diesen Informationen können Sie die Birne in Ihr Ernährungsprogramm aufnehmen und langfristig von ihren Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren.
abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleib gesund, bleib informiert.